Servus und hallo. Warum fahre ich hier im blöden Volvo, der nicht lackiert ist? Weil der Badge ist auch da. Ja. Das ist der Stream vom Badge. Und yep, genau, hallo. Wir fahren mal irgendwie so kurze Strecke wieder mal. Meint der Badge, ist gleich vorbei, lass mal fahren. Yep. Oh ja, kein Stress, mach mal. Und ich habe leider kein, er hat die Veranstaltung gestartet, ja, ich habe leider kein Auto in der Klasse, jetzt musste man eins ausleihen. Und das hat der Badge da zusammengeschustert und jetzt fahre ich mit dem Volvo. Ja. Ja, ja, Volvo macht Spaß. Schauen wir mal. Oh mein Gott, guck mich auf die Karte. Habe ich nicht gesehen, Kurzes Rennen, das glaube ich da schon. So. Ja, dann ich habe keinen Ton. Warum habe ich... Du hast keinen Ton. Dann musst du wieder kommen. Ich habe keinen Ton. Ach komm. Wieso... Fahr mal kurz und guck, aber komm, wir haben nochmal einen Neustart. Ich habe keinen Ton. Das bei dir schon wieder so spackt. Ja? Ich habe keinen Ton. Ja, ohne Ton macht's keinen Spaß. Ohne macht's keinen Spaß. Ja, dann kannst du raus. Jetzt habe ich Ton. Yay. Jetzt hast du Ton. Ja, okay, Ton. Jetzt, wo ich letzter bin. Aber großartig. Super. Keine Ahnung, was das für eine Scheiße ist. Ich würde ja sagen, Rennen ist gleich vorbei. Hast keine Zeit mehr zum Aufholen, aber... Ey, ich habe so keine Chance zum Aufholen. Hab kein Problem. Und was genau ist jetzt an dem Volvo so toll? Ich frag nur. Fährt sich gut. Er fährt sich gut. Es ist nur B-getuned. Ja, schon, aber... Es ist so ein Underdog-Auto, weißt du? So ein richtiges... So ein Wolf im Schafspelz ist das. Der geht einfach ab, er fährt sich mega gut und es ist ein scheiß Kombi, ein normaler Straßenkombi, der hier abgeht wie ein Zäpfle. Weißt du, was ich meine? Waren die Autos... Ich hätte jetzt so gern mein Buggy gefahren. Der wäre top für das. Ja, wir können auch mal Buggy machen. Echt? Aber welche Klasse war der? B. Ich hab mal auf B getuned. Nein, Art, Buggy. Fahrzeugart. Buggy. Buggy. Okay. Dann fahren wir auch noch Buggy. Oh, ich komme nicht an der ersten. Komm nicht ans Feld ran. Ich klebe schon hin dran irgendwie. Scheiße. Ja, wenn man zwischendrin mal Karre rollen lässt und einfach Karte schaut und so ist halt. Das ist doof. Ja, aber ohne Ton ist halt auch doof. Ja, ja, eben, ich sag ja, wir können neu starten, wir sind erst bei 7%. Jetzt habe ich wenigstens eine Ausrede, warum ich letzter geworden bin, das lassen wir jetzt so. Okay. Ja, ihr kennt doch meine Videos, das ist mir ja vollkommen egal. Ich dachte, okay, ich ziehe jetzt voll an den anderen im ersten Rand irgendwie und fahre recht risikoreich und schneide mega diese Kurve, so dass ich gerade noch den Kontrollpunkt erwische. Bist du eh nur Zweiter. Ja, aber den Kontrollpunkt hatte ich nicht erwischt. Das heißt, der Erste ist jetzt klar. Ja, aber so kacke ist die Karre tatsächlich gar nicht. Kurve. Gell? Also mir macht die recht Spaß zu fahren, auch wenn ich hier gerade ein bisschen Brunz fahre, aber... Also... Eins meiner Lieblings-Rallye-Autos mittlerweile, muss ich sagen. Ja, Rallye-Auto ist das jetzt nicht wirklich, das ist halt, ne? Aber wir fahren Rallye, wir fahren auf dem Schotter und er hat mega Grip, lässt sich super steuern, also ist es wirklich ein Rallye-Auto. Ja, Familienkombi, Rallye-Auto, aber ist egal. Kennst du nur die Filme mit die Griswolds? Wie haben sie denn geheißen? Ja, genau diese Karre, glaube ich, ist das sogar, oder? Nee, das ist nicht die. Die hatten diesen amerikanischen Dinger da. Ah, oh, weiß gar nicht, was war denn das? Ein Cadillac oder was? Ja, der jedenfalls. Wo so Holz haben. So ein bisschen holzmäßig aussah. Die Filme feier die halt, die finde ich super. Die sind auch gut. Gab's das sogar einen neuen Teil, gell? Mit seinem Sohnemann, wo sie ihn dann besuchen gehen, also als Opa. Das weiß ich gar nicht. Denn ich kenne halt nur die aus die 80er oder wann die waren, oder Anfang der 90er. Genau, und sie haben vor ein paar Jahren nochmal einen neuen gemacht.
wo dann sein jetzt erwachsener Sohn eben auf Tour geht. Auch mit einem Auto, das ja speziell ist. Den muss man mal anschauen. Und vor allem er spielt ja auch mit, also, wie heißt er? Keys? Was? Chevy Chase? Ah, Chevy Chase. Ich komme auf Jimmy Keys, ja, keine Ahnung. Chevy Chase. Oh, ich sehe den ersten Mal. Ja, toll, ich sehe Banden. Und mir fällt spontan eine Person ein, die wieder meckern würde, oh, ständig mit Bande und so. Und, ne? Na, Karte, aber vollkommen egal. Also so richtig vollkommen. Es ist eine Karte, mein Gott. Ah. Ey, Leute, wir sind schon bei 17%. Alles nur drin. Ne? Ja, da geht noch was. 19%. Und wie war das? Mir wird das Rennen dann schon gut geschrieben, auch wenn es von dir zur Kolonne ist, oder? Ja. Normal schon. Müsste ja. Ja. Normal passt schon, ja. Das finde ich, das haben sie noch einigermaßen gut gelöst. Gott, der Batch ist halt schon jenseits von weit vorne, ne? Wenn der jetzt nur 10 Kontrollpunkte versäumt, dann wird das da nichts mehr. Ist aber, wie gesagt, vollkommen egal. Wir fahren mal, dass wir Spaß haben, also haben wir gefälligst auch Spaß hier. Genau, Spaß haben. Ja. Ja. Jetzt gibt's Ärger. Mann, der erste geht mir auf den Sack durch den Scheißkontroll. Aber Batch hat einfach das bessere Auto, das muss man dazu sagen. Das ist. Ja, das ist so. Das ist so, weil bei mir steht Zombie Hunter drauf. Ich dachte irgendwie passend, nachdem gerade eben. Das war schon mega passend. So. Na komm! Also, was? Erste für ein Auto her. Aber das wäre so die Strecke für den Buggy, wo ich da hab. Ah, er träumt von seinem Buggy. Entschuldigung, ich habe vor kurzem erst die ganzen Querfeld-Ein-Dinger abgeschlossen. Da bin ich ja eigentlich die letzten paar Rennen nur mit dem gefahren, die letzten 6 Rennen oder so. Okay. Oh mein Gott, ja, ich auch. So kriege ich den ersten wirklich nie. Never ever kriege ich den so. Ja, der geht echt immer weiter weg. Ja, sehr Scheiße, gut. Mann. Doch vollkommen okay. Ihr habt das ganze Feld auch schon verloren, also, ne? Alle irgendwie. Ja, ich auch. Ja. Bis auf den einen. Nein! Jetzt kann ich es echt verhacken. Da war der Kontrollpunkt. Ach, sehr schön. Ich dachte, ich könnte mit. Aber ich war echt so riesig, immer nur Zweiter. Ich dachte, ich könnte mit meinem Arsch kurz reinschlittern. Ja, ich bin immer noch Zweiter. Ja, ich habe auch so einen dezenten Abstand. Ja. Nein, hinter mir ist einer. Der Hummel, irgendwas, whatever. Wie habe ich bei der Brühe? Ganze Zeit nichts sagen, aber. Hey, habe einen Hole in One. Das sagt einmal kurz was. Das darf man dann den Leuten unter die Nase binden. zur Erklärung, wer es nicht weiß, früher ist quasi unser Mittwoch-Stammtisch mittlerweile. Ja. Mittwochs Golfs. Ja. Jeden Mittwoch wird da gegolft. Super. Ja. Das macht recht Spaß. Ja. Ja, weiß nur, ob wir immer können, aber ist echt lustig. Ja. Wir versuchen dabei zu sein, wenn es geht. Echt schön. Hm. Da komm, gib alles, du schaffst die 190, so, du schaffst noch. Auch über die bergab 190. er fährt sich eigentlich, er ist nicht so langsam, gell? Aber es ist halt B. Ja, es ist halt, weil es dir einmal verbremst oder versuchst, wenn es schnell bist zu lenken, dann hängst halt in der Bande drin. Also ich.
Ich muss sagen, manche Kurven bin ich jetzt auch mit Bande gefahren. Oh nein, 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 nein. Ah, komm. Und ich Trottel hab zurückgespult. Ach, scheiße. Ja, nein, nicht Checkpoint, sondern Brücke runtergefallen. Jo. Ja gut, da musst du zurückspulen. Ja. War da eine Brücke? Ja, da war eine Brücke. Wo war da eine Brücke? Bei dir vor 20 Kilometern oder so mal. Ich hab die nicht. Aber jetzt bin ich endgültig letzter. Ich hab mir bis auf 7. oder so vorgearbeitet gehabt. Ach ja. Scheiße, echt. Naja, jetzt ist vorbei. Das ist ärgerlich. Na, vollkommen egal. Wir sind schon bei 36%. Also der Batch wahrscheinlich schon bei 50 oder so, aber... Nee, nee, da bin ich noch nicht. Noch weiter von entfernt. 39% ist er. Er streamt. Kann man Stream-Sniper? Ja. 40%. Hm. Ja, Stream-Verzögerung halt, ja. Aber ich klebe hier so auf dem zweiten Platz. Ich fühle mich allein auf der Strecke, aber vor mir, hinter mir... ist das ein Angeber, aber man sieht da unten auf der Karte manchmal, er ist wirklich allein. Ne? Der erste ist weg. Der baut irgendwie keine Fehler. Ich weiß auch nicht, was ja, der keine macht. Fehler halt. Vielleicht nicht so die Brandendonnen wie ich. Ja. Ja, großartig. Mein zweiter Bildschirm hat er einfach mal ausgeschaltet. Vielen Dank auch. Ja, es ist schön. Total praktisch. Haben Sie das neu implementiert im Spiel? Ja, zum Glück war es nicht der erste Bildschirm. Wäre blöd gewesen. Das ist richtig doof, ja. Nee, der hat irgendein Energiespardings und da nervt er ständig, dass er alle paar Stunden fragt, ob er sich jetzt ausschalten soll. Und wenn man das verhindern will... Also ernsthaft, obwohl du am Computer bist? Ja, ist extrem dumm. Okay. Ja, der kann die ganze Zeit laufen, da können die ganze Zeit Daten eingehen und sehen, dass sich etwas bewegt. Es ist dem vollkommen egal. Mhm. Der lässt seinen Timer runterzählen und dann fragt er... ob er sie ausschalten darf. Und wenn man das nicht will, muss man irgendeine Taste drücken. Ist vollkommen dumm. Ja. Habe ich noch nicht gehabt bei einem Computer. Am Fernseher, ja. Aber an einem Computerbildschirm echt noch nicht erlebt. Hey, ich sehe die letzten zwei. Großartig. Die Zeit, dass wieder Brücke kommt. Ich versuche ja alles. Über Bande fahren und so jetzt, aber... Ich bin gerade über eine gefahren. Da könnte wieder runterfallen, dann sind sie wieder weg. Ja, die Strecke an sich finde ich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Die macht Spaß, ja. Muss ich sagen, gell? Ja. Na, ist halt immer das mit Zurückspulen und Multi. Das ist wirklich eine gute Strecke. Ja, das ist doof, so, dass da Zurückspulen nicht geht. Vernünftig, aber na, ist halt so. Ja, ja, gibt halt keine Möglichkeit, außer dass die anderen dann verlangsamt werden. Ja, ist ja doof, wenn du jetzt gegen Nicht-Computer-Gegner spielst, das ist ja Blödsinn. Ich würde gerne schauen, ob die Aufnahme überhaupt vernünftig läuft oder so, aber geht gerade nicht. Geht gerade nicht. ja, ich muss gerade nicht aufnehmen. Bei mir gibt's dann mit Stream-Gedöns ja, jeden Scheiß. Weil, hab festgestellt... Streamst du eh in 1080? Der also, Stream-PC ist... Ne? Ja, klar, eben damit ich so Späße machen kann auch. Das andere ist, ist doch zu langsam für die Späße dann. Drei Sachen gleichzeitig. Aber kannst du nicht beim Stream-PC aufnehmen oder so, mit dem anderen dann spielen oder streamen oder irgendwie? Ja, klar. Keine Ahnung. Ich kann alles kombinieren, wie ich lustig bin, aber ich habe halt die ganzen Webcams und die Einstellung von OBS am Stream-PC. Und ich kann ja zwei Instanzen von OBS starten. Und die eine hat ein anderes Setting, weißt du, die nimmt dann nicht die Twitch-Sachen auf. Soweit verstanden. Da ist eine andere Webcam hinterlegt. Genau, andere Webcam. Ja, weil du gesagt hast, zu langsam. Das heißt, ich habe zweimal OBS am Laufen.
Ja, der Computer. Also wenn ich zweimal OBS am Laufen habe und mit dem einen OBS stream und mit dem anderen auch. Ah, okay. Ja, festgestellt, gibt es wohl Probleme, aber das muss ich mal testen, ob ich es nicht so einstellen kann, dass das doch geht, weil so langsam ist aber der. Kannst du die zwei OBS nicht auf zwei Computer verteilen? Wird das keinen Sinn machen? Nee, ja, aber ich kann ja hier mein Computer jammert. Also OBS crasht bei meinem. Ich denke, das liegt an einer fehlerhaften Grafikkarte, die ich habe. Und es ist halt keine, wo man sich mal schnell neu kauft. Halt mal, warum nicht? Also, ja. Aus Gründen. Stell den jetzt an, andere kaufen sie ein neues Auto oder so. Ja. Und nein, das war kein Witz. Günstiges, gebrauchtes. Nee. Könnte man für die Grafikkarte. Günstig gebraucht, Mittelklasse ist zum drin. Zum UVP, nicht zum. Scheiße, jetzt habe ich zurückgespult. Sehr gut. Ich habe zurückgespult. Spul nochmal. Also das mit dem ersten Platz, das wird einfach was. Er hat mir mittlerweile wieder auf den 10. vorgearbeitet. Aber ich fahre halt trotzdem nur wie. Ne? Auto, was du hast, der hat war jetzt hier nicht so wirklich gut, also. Mir war vollkommen egal. Geht auch mal Spaß. Er hat die. Ja. Der erste hat einfach ein anderes Auto, aber gleiche Performance wie der und er fährt einfach perfekt hier durch. Ja. Und da ich jetzt 3 Checkpoints schon verpasst habe, ist einfach. Ja. Aber ich sehe ihn. Der muss einen Fehler gemacht haben. Er muss, sonst wäre der jetzt schon sonst wo. Oh, da kommt eine böse Kurve. Die hat man ein bisschen vorher schon mal so richtig an die Bande dran. Großartig mache ich das hier. Yep. Bei Golfit macht man es ja auch so, den Ball am Anfang reinspielen, dass er schön an der Bande durchspielt. Stimmt, heute war Mittwoch Golf. Also. Ich fahre deswegen so blöd, weil ich es nur vom Golfe gewohnt bin, dass mir an der Bande entlang schrammt. Genau. Ja. Macht man so. Dann kommt man auch richtig raus. Einziger Grund hier. Wobei ich sagen muss, haben wir auch schon Rennen gesehen, mit der Bande waren sie schneller teilweise, als andere, die Kurven dann schön gefahren sind können. Schön. Halt, eine Bande. Kurve, die war jetzt vollkommen doof gefahren. Na komm. Jetzt zieht er schon wieder davon. Go. Gleich kommen Sprünge. Ah, das Bergab-Ding macht auch recht Spaß. Nee, bin nur bei Bergauf, also jetzt stress mir mal nicht. Spoilert mir hier einfach, was in 10 Kilometer kommt. Bergab. Tja. Das ist jetzt wirklich ein riesengroßer Spoiler. Jetzt sind wir die ganze Zeit bergauf gefahren. Ja, irgendwann geht's wieder bergab. Hätte jetzt nicht damit gerechnet. Ja, sorry. Ja, tut mir leid. Verpasst du lieber nur ein paar Checkpoints. Ja, ganz kurz an der Karte unten haben wir zum Badge mal ganz kurz gesehen. Ich fahre hier so risikoreich. Ah, Mann. Ich hätte einfach gern den ersten hätte, gell? Leute, geht weg. Geht alle weg. Hey, Sprung, Batz. Du weißt jetzt nicht, was mit den Gegnern hier los ist. Die denken, oh, da geht's bergab, da muss man bremsen.
Ja, gell. Oh, nein, 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 nein. Da bleib nicht runterfallen, nicht. Oh, gerade nur den Checkpoint, das hat mich schon wieder geärgert. Ui, ui, bisschen ja. Vorgearbeitet und dann. Ja, die Checkpoints auf der Bergabstrecke sind. Ja. Ja. Wenn man dann doch zu viel Gas gibt, dann sind manche schwer zu erreichen. Ab und zu mal bremsen. Ja. Jetzt beinahe auch gerade vorhin wieder an einem vorbeigeschreddert, aber zum Glück habe ich vorher noch bremst ein bisschen. Boah, das war knapp. Das war knapp. Da wollte mir im Sprung einer überholen, die Sau. Echt? Ich habe so am linken Rand gerade nur so die Reifen und Motorhaube von dem gesehen. Wollte mir überholen. Okay. Ah. Oh nee. Okay. War blöd, aber geht schon. Ja, bergab geht aber jetzt echt. Aber ich versäume mit Sicherheit wieder irgendwas, weil. Moment läuft relativ gut. Ja, das ist mir relativ weit vorgearbeitet wieder. Ja. Okay, cool. Oh ja. 5. Nice. Ja, die Bergabstrecke, die war jetzt schon ganz gut für mich. Aber die Strecke ist doch eindeutig länger, wie wo man eigentlich erstellen kann, oder? Das ist doch mehr wie 63 Kilometer. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es täuscht einfach, weil es halt doch sehr viele Kurven hat. Sehr, sehr viele. Und Rallye und Überland. Ah ja, und Klasse B. Ja, das kommt noch dazu. Mit Klasse A bin ich, glaube ich, mein 22 Minuten. Ach, der hier hat die Strecke schon geübt öfter. Aha. Einmal. Wie fahrt ihr zum ersten Mal hier? Ich weiß. Ne, ich fahre so zum zweiten Mal. Sagt er jetzt. Dritten Mal? Hm? Überlegt er. Also mehr als dreimal sicher nicht. Also jetzt inklusive. Gut, dass hier Bande war. War wirklich gut gerade. Das wäre irgendwo. Mir hat die Bande auch einmal einen Checkpoint gerettet. Oh, geht er ab 200. 223 sogar. Oh, oh Gott, wieder Straße bergauf. Jetzt überholen es mir wieder alle. Hey, du bist Erster. Ups, da habe ich die Handbremse mitgedrückt. Yep. Wie viel haben wir? 87% und einmal hingeschaut, scheiße. Voll in die Absperrung und natürlich direkt wieder überholen. Ja. Geh weg, geh weg. Ja. Ja, kommt noch mal ein bisschen bergab. Ja. Dann. Nachdem sie dann ein bisschen bergauf ging. Immer die unvorhersehbaren Überraschungen. Ja. Okay. So, jetzt aber, gib ihm. Die letzten 5% der Strecke sind einfach nur Vollgas. Ja, wir jetzt wahrscheinlich eh nicht zu Ende fahren, weil wenn du beendest, haben wir nur 30 Sekunden und der Abstand ist mehr wie 30 Sekunden. Ja, dezent. Ganz dezent, ja.
Aber es ist ein geiles Rennen, aber ich glaube, der BMW hat da mehr Fünf. Oh shit, die Kurve war fies. Ersten, das ist ein Problem. Ja, wie viel Prozent bist du? Doch, will ich wissen, sonst hätte ich nicht gefragt. 98, ja. 98. Okay. Ins Ziel schaffe ich es auf keinen Fall mehr. Ja. Ah, 240. 247 ist Ende bei dem Auto. Okay. Ah, aber geschafft. Da. Aber ja, der jetzt der nur 30 Sekunden, ne? Also, ich interessiere, wo bei 94%. In der Wüste ist es. 94%. Bergab. Ah, ja, nee, es reicht nicht. Die 30 Sekunden allein brauchst du für die letzten 5% dürfte. Ja. Jetzt bin ich zum Asphalt gekommen. Aber muss sagen, nicht schlecht vorgekämpft auf dem Feld. Ja, für das, dass er nochmal bei der Brücke runtergefallen bin, das war schon. Ne? Ja, das ist ärgerlich. Das ist extrem ärgerlich. Ich muss zugeben, ich hätte jetzt noch nicht gedacht, dass ich den ersten nochmal krieg, nachdem ich so viel Checkpoints verpasst hatte. Das hat mir jetzt schon gewundert. Irgendwas muss passiert sein davon. Aber er will es mir bekommen. Yay. Also denke ich, weil. Ne. Ja, das gab richtig viel EP die Strecke, du, gell? Yay. Weißt du, was mein Wheelspin war? 4000. Ah, immerhin 175.000. Ja, freu dir doch. Das ist nicht mal eine Schnellreise. So, vielen Dank fürs Ansehen. Etwas längere Folge, aber war dezent. Ne? Ja. Na denn, servus.